Das ist ein Radio, ein altes Radio. Wie alt ein Radio sein kann und dabei auch noch frisch, werden wir jetzt sehen bei 20 Jahre Lippe Welle. Wie ist er denn? Ist er netter? Ja. Hier ist Chefredakteur Reich, Gerd Heißermann. Kommen Sie bitte noch ein bisschen näher, damit ich Sie sehen kann, Sie mich gut verstehen können. Herzlich willkommen bei der Lippe Welle. Mein Name ist Gerd Heißermann, ich bin der Chefredakteur, der Leiter des Senders. Und Sie sind hier im größten Redaktionsraum, den wir haben. Vorne ist der Empfang mit der Theke. Dort gehen Sie hin und melden sich, wenn Sie was gewonnen haben oder wenn Sie ein Anliegen haben oder uns eine Information bringen, zum Beispiel von einer Veranstaltung, von der Sie denken, Mensch, das könnte doch schön die Lippe Welle mal ankündigen. Dort ist der Empfang, der ist durchgehend besetzt, von morgens bis abends. Nur in der Nacht ist dort keiner. Dann hören Sie uns, aber hier vor Ort ist dann kein Programm. Als Lokalsender senden wir tagsüber. Sie kennen die Stunden vielleicht. Zwischen 6 und 9 Uhr haben wir unsere Frühsendung Hammer Morgen, moderiert von Jens Heusener oder Colin Sanders. Ja, klar, also. Dann haben wir jetzt noch. Ich glaube, dann haben wir eine Fahrsendung.